Achtung! Ah, der Herr Schlickenfried. Ja. Na, was macht denn Ihr altes Übel? Die sitzt zu Hause, die schält Kartoffeln. Nein, ich meine, was fehlt Ihnen denn diesmal? Ja, ich habe mit dem Bein, wissen Sie, das kam so, mein Freund sitzt in der Kneipe, auf einmal kommt so ein Dusseltier und sagt, Karl, geh nach Hause, deine Frau betrügt dich. Der ist heimgefecht und war gar keiner da. Jetzt hat er in seiner Wut, weil er sonst daheim gelatscht ist, hat er den Küchenschrank vom vierten Stock auf die Straße geknallt und alles brät. Na und? Was hat denn das mit Ihrem Bein zu tun? Ich war doch in den Küchenschrank. So, nun ziehen Sie sich mal aus. Ich werde Sie mal abhorchen. Aushorchen. Sind Sie manchmal etwas deprimiert? Ob ich deprimiert bin? Depp bin ich auch. Prämiert hat mich noch keiner. Ja, Sie erzählen einen Unsinn. Also passen Sie auf, ich werde Ihnen erst mal den Puls messen. Ja, messen Sie mal. 18, 20, 22, Konter, Re. Ja, sagen Sie mal, Moment. Bei Ihnen klatscht was da drin. Bei mir klatscht was. Das ist möglich. Das sind die Nieren. Ich habe vorhin den Cognac getrunken, die applaudieren jetzt noch. Aha. Sie trinken also Alkohol? Nur wenig, aber oft und dann eben viel. Ja, ja. Aha. Sie sollen ja nicht unter 20 trinken. Nur ein. Naja, mir hat man erzählt, Sie trinken nicht unter 20. Nee, das ist so, ich trinke ein Cognac und dann wäre ich ein anderer Mensch. Und der andere, der soll... Herr Schnickenflittich, man sieht's an Ihrer Nase. Die gefällt mir gar nicht. Meine Nase gefällt Ihnen nicht. Ihre gefällt mir auch nicht. Wenn Sie über den Gartenzaun gucken, da denken ja die Leute, der Bauer hat die Sense hängen lassen wollen. Also nun lassen Sie mal Ihre Frechheiten, meinen Sie lieber den Alkohol. Ja. Sie wissen, was Missbrauch geistiger Getränke ist. Ja, wenn man Spiritus vor Beleuchtungszwecke nimmt. So, nun machen Sie mal den Mund auf. Um Gottes Willen, Sie haben ja eine ganz schwarze Zunge. Ja, das war so, da ist mir eine Flasche Cognac runtergefallen. Und die Straße war frisch geteert und da... Junge, Sie haben ja einen Belag auf der Zunge. Das ist ein Belag, was? Den müssten wir auf der Autobahn haben. Das, ja, sagen Sie mal, Moment. Sagen Sie, was tickt denn bei Ihnen da drinnen? Bei mir tickt's. Ja, das ist möglich. Als Kind habe ich eine Taschenuhr verschluckt und die habe ich ja noch drinnen. Was denn? Als Kind eine Taschenuhr verschluckt und keinerlei Beschwerden? Nee, höchstens beim Aufziehen. Also geschwollene Mandeln haben Sie auch. Stört das beim Schlucken? Ja, nur wenn es sich um Wasser handelt. Aber... Also wenn ich Sie so ansehe, sehen Sie von innen besser aus als von außen? Gut, da lasse ich mich wenden. Eine Frage, rauchen Sie? Ja, also... Wenn mir's gut geht, da rauche ich viel. Aber wenn ich viel rauche, da geht mir's schlecht. Und wenn mir's schlecht geht, da rauche ich nie viel. Und wenn ich nie viel rauche, da geht mir's wieder gut. Und wie gesagt, wenn mir's gut geht, dann rauche ich eben viel. Ne? Also, ich kann nichts feststellen. Das wird am Alkohol liegen. Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Das liegt an dem Alkohol, den Sie trinken. Ach, ich, und das geht auf die Pumpe. Auf wem? Auf die Pumpe. Auf die Pumpe. Wir Ärzte sagen zum Herzen Pumpe, weil es das Blut in den Körper pumpt. Was ist das? Ist nicht mehr Herz? Nee. Was sagt jetzt Pumpe? Mhm. Nee. Gucke. Pumpe. Ja, Pumpe sagen wir dazu. Nicht mehr Herz. Nee. Da werden die Schlagersänger aber gucken. Wieso denn das? Na, Herr Hoch. Ich höre schon, wie einer singt. Dein ist meine ganze Pumpe. Oder ich habe meine Pumpe in Heidelberg verloren. Bitte. Nee, das. Also, Sie erzählen einen Mist und stehlen mir die Zeit. Ich werde Sie heute gesund schreiben. Sie sind nur zu faul zum Arbeiten. Was? Zu faul? Na. Den ganzen Sommer wollte ich Arbeit haben und habe keine gekriegt. Den ganzen Sommer. Den ganzen Sommer als was denn? Als Schneeschipper. Vor allem schütten Sie mal die Flasche Schnaps aus, die Sie noch haben. Das hilft. Nee, das geht nicht, Herr Doktor. Weil die Hälfte von der Bulle gehört mein Kumpel. Ja, dann schütten Sie Ihre Hälfte aus. Das geht ohne, meine ist ja unten drunter. Das ist...
Herr Schnickenflittig, denken Sie daran, Alkohol hat schon ganze Völkerstämme vernichtet. Ja, aber einer lehne ich heute nicht. Nun hören Sie meinen Ratschlag. Nach jeder Mahlzeit nur einen Cognac. Was, nach jeder Mahlzeit einen Cognac? Muss ich ja 14 Mal am Tag fressen, oder?